Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden in diesem Video anfangen mit der Oberflächenprogrammierung. Dazu werden wir die Windows Presentation Foundation einsetzen, abgekürzt WPF. Das ist für Desktop-Applikationen das aktuellste Framework von Microsoft, obwohl es mittlerweile auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Also ich glaube, die Beta war noch 2006 und ich glaube, rausgekommen ist es mit .NET 3.0 oder 3.4. Ich glaube, 3.0 war es, ja, die erste Version. Genau. Wir werden einige interessante Sachen sehen, dann vor allen Dingen auch die Mechanismen und die Patterns, die Entwicklungsmuster, die man eben im Oberflächenprogrammierungsbereich einsetzt. Ich möchte hier aber noch ein paar andere Frameworks mit erwähnen, wie beispielsweise Windows Forms. Das ist der Vorgänger von WPF. Das ist, glaube ich, circa 2000, also mit der ersten .NET-Version eben rausgekommen direkt. Ist mittlerweile meines Erachtens veraltet. Ich würde nicht mehr dazu raten, das einzusetzen, vor allen Dingen, weil viele Mechanismen oder fortgeschrittene Entwicklungsmuster wie die Advanced Data Binding Funktionalitäten von WPF oder MVVM oder das Animationsmodell und so weiter ist mit Windows Forms nicht so einfach möglich. Jetzt werden mir wahrscheinlich viele widersprechen, die in dem Bereich unterwegs sind und sagen, dafür ist die Framework-Unterstützung durch Drittbibliotheken eben viel größer als bei WPF, da stimme ich Ihnen aber sicher zu. Dennoch würde ich sagen, WPF ist einfach der Weg, der leichtere Weg, um eine moderne, auszusehende Desktop-Applikation zu schreiben. Also wie gesagt, Windows Forms ist Vorgänger von Windows Presentation Foundation. Wir haben auch die Windows Store Apps und die Windows 8 Apps oder Windows Phone 8 Apps, so muss ich sagen. Der Vorteil an WPF in der Hinsicht ist, wenn Sie das jetzt lernen, dann können Sie die anderen beiden eigentlich auch. Denn in WPF beschreibt man eine Oberfläche nicht in C#, sondern in einem XML-Dialekt, der XAML heißt, XAML. Und also sieht man hier hinten beispielsweise. Und genau das machen diese anderen Frameworks eben auch. WinRT, die Laufzeit, in der eben Windows 8 Store Apps laufen, oder Silverlight, was eben bei Windows Phone 8 noch eingesetzt wird. Diese Laufzeiten kann man als die kleinen Brüder von .NET ansehen. Das heißt, alles, was in WinRT und Silverlight enthalten ist, ist ungefähr auch in .NET enthalten. .NET enthält aber noch viele zusätzliche Klassen mehr. Diese Frameworks sind eben relativ schlank gehalten, damit sie auf ARM-Tablets ohne Probleme laufen können und auch natürlich auf Smartphones als mobile Endgeräte. Genau, also im Prinzip kann man eigentlich sagen, WinRT und Silverlight sind in etwa ein Subset von .NET, wobei es auch Framework-Unterschiede gibt. Also die sind nicht einfach, da hat sich nicht jemand gesagt, komm, wir haben hier .NET, wir nehmen die und die und die Klassen, die braucht man nämlich in den anderen Sachen und schieben die sozusagen in diese anderen Frameworks rüber. So ist es nicht, sondern die wurden jeweils von Grund auf entwickelt. Die API ist aber sehr, sehr ähnlich. Also man wird viele Klassen wiederfinden, die man eins zu eins wiederverwenden kann. Anyway. Das ist eben nur die Sache, wenn Sie sich in diese Richtung hinentwickeln wollen. Wir schauen uns eben Desktop-Applikationen an. Warum? Weil man die eben auch unter Windows 7 einsetzen kann. Ich nehme ja an, viele von Ihnen werden vielleicht noch nicht auf Windows 8 umgestiegen sein in der Hinsicht. Wenn wir in einen ganz anderen Bereich gehen, Apps, also weg von Desktop-Applikationen und Apps, dann kommt man eben häufig in den Bereich Websites. Üblicherweise beschreibt man diese eben heutzutage in HTML5 und JavaScript. JavaScript, eine fast objektorientierte Skriptsprache, die wir eben noch nicht irgendwie angefangen haben.
gefasst haben. Warum? Sie ist nicht komplett objektorientiert, wie wir das für die Grundlagen meines Erachtens brauchen. Aber JavaScript ist so eine Sprache, die kann ich nur empfehlen. Die wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr wichtig werden, wenn jetzt 2014 die HTML5-Spezifikation tatsächlich mal komplett rausgegeben wird, wird sehr viel über JavaScript laufen. Und es gibt auch eben Ansätze, dass man für verschiedene mobile Plattformen, also iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Firefox OS, dass man eben dafür nur einmal Code schreibt, und zwar in HTML5 und JavaScript, und bestimmte Frameworks wie beispielsweise das Intel XDK oder PhoneGap ist auch ein Beispiel dafür. Die sorgen dann dafür, dass aus diesem HTML5 JavaScript-Code eben eine native Version für die jeweilige Plattform erstellt wird. Also für Android, für iOS, für Windows Phone und so weiter. Genau. Deswegen ist es sinnvoll, sich als Programmierer auf jeden Fall mit JavaScript zu beschäftigen, weil es wäre nicht schlecht, wenn man diese Fähigkeiten innerhalb der nächsten 5 Jahre hat. Und dann kann man ja mal weitersehen, wie sich bis dahin die Technologie entwickelt hat, die im Massenmarkt sozusagen eingesetzt wird. Wenn wir aber tatsächlich bei Websites bleiben und dann von HTML5 und JavaScript im Browser sprechen, dann ist es häufig auch noch so, dass man eben eine Serverseite hat. Das HTTP-Protokoll ist ja im Prinzip so aufgebaut, dass wir an einen Server eine Nachfrage schicken, der verarbeitet unsere Nachfrage, erstellt daraus HTML, das wird zurückgeliefert an den Browser und dort gerendert. Und wenn ich wieder auf einen bestimmten Button, Link oder sonstige Sachen klicke, dann werden eben immer wieder Abfragen an den Server geschickt. Und diese Serverkomponenten, die sind eben im Microsoft-Umfeld in ASP.NET, am besten im MVC-Framework geschrieben. Und das ist eine Möglichkeit. Mittlerweile ist es auch gängig, dass man gar nicht mehr HTML zwischen Client und Server hin und her schickt, sondern tatsächlich bloß noch ein Serialisierungsformat wie JSON. Und das clientseitige JavaScript sorgt dann dafür, dass diese eigentlich bloß Daten, es ist ja in dieser Form kein HTML, was vom Browser direkt gerendert wird, dass diese eben verarbeitet werden, HTML-Tags werden erstellt und dann in das bestehende Dokument eingefügt. Also das ist das Übliche, was man zum Beispiel bei Single-Page-Applications für Websites macht. Da wäre dann eben auch ein Teil des ASP.NET-Framework, das nennt sich WebAPI, interessant. Genau. Wenn Sie nativ unterwegs sind, ist eigentlich Qt mit das beste Oberflächenframework, was es meines Erachtens gibt. Das kann man ja auch mal kurz mit hinschreiben. Das nennt sich Qt, sprechen es manche aus. Die Entwickler haben mir mal gesagt, eigentlich soll das bloß eine Abkürzung für das englische Qt sein. Also hübsch sozusagen. Genau, das ist eben ein Framework, das in C++ geschrieben ist, und die Qt-Entwickler haben eben sehr viel Energie reingesteckt, dass Qt auf allen Plattformen läuft. Also man kann mittlerweile mit Qt auf Mac OS X, auf Linux, auf Windows Applikationen schreiben, die eben mit einer einzigen Codebasis laufen, und man kann mittlerweile auch Android und iOS Devices als Ziel mit aufnehmen. Solche Multi-Plattform-Ansätze sind sehr interessant, weil man natürlich nur einmal Code schreiben muss. Ich habe aber mit vielen Designern auch schon gesprochen, die eben sagen, diese Multi-Plattform-Ansätze haben meistens den Nachteil, dass man sehr schwer an die plattformspezifischen Features rankommt. Beispielsweise, wenn ich meine Maus sehe, die ich gerade nicht finde. Achso, weil ich hier noch beim Schreiben bin. Okay. Wenn ich hier zum Beispiel aufmache, das wäre so ein Windows-spezifisches Feature, dass ich hier sozusagen eine Liste an der letzten Eingaben hier habe.
geht jetzt zwar mittlerweile mit Qt, aber im Normalfall hängen diese Multiplattform-Frameworks ein bisschen in der Usability nach. Das heißt, dass die Software, die dann entsteht, ist meist oder fühlt sich für den Nutzer nicht so an, als wäre sie komplett in die Plattform integriert. Also man sieht sozusagen, dass es für alle Plattformen entwickelt wurde und dann nur den Querschnitt aller Funktionalitäten natürlich letztendlich nutzt. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt mit WPF an und dazu schreiben wir eben mal Hello World in WPF. Dazu erstellen wir uns ein neues Projekt und wir sind hier eben im Visual C Sharp Bereich. Wir können hier Windows Desktop auch direkt auswählen und wir wählen eben jetzt hier keine Console Application wie üblich, sondern eine WPF Application. Auf diesem, wie nennen wir das Ganze denn? Hello WPF beispielsweise. Und dann sind wir auch schon hier in unserem Projekt und wir sehen hier jetzt eine komplette neue Oberfläche. Was sehen wir hier? Das ist der visuelle Designer hier im oberen Feld. Hier sehe ich sozusagen, wie mein Fenster, wie meine Ansicht, die ich gerade designe, aussieht. Hier im linken Feld, das wird bei Ihnen wahrscheinlich etwas anders aussehen als bei mir. Ich habe es eben so hingezogen, dass ich hier die Toolbox habe und hier das sogenannte Document Outline. Im Document Outline wird mir angezeigt, was denn gerade in meiner aktuellen Ansicht, in meinem aktuellen Fenster, wie das hierarchisch aufgebaut ist. Wir sehen eben hier, ich habe hier ein Fenster in diesem Fall und hier eben dieses Grid noch dazu, das eben unterhalb des Fensters liegt. Was das genau bedeutet, schauen wir uns später an. Und hier oben in der Toolbox kann ich mir eben verschiedene Sachen wie Buttons, Checkboxen, Comboboxen und so weiter, was man eben auch als Nutzer eigentlich von Oberflächen kennt, dann einfach mal hier mit reinziehen. Hier unten sehen wir dann tatsächlich diesen XML-Dialekt. Wir erkennen hier wirklich alles wieder, was wir von XML schon gelernt haben. Wir haben hier eben ein Root-Element. Wir haben keine XML-Dokumentendefinition in diesen Sachen. Das ist bei XAML nicht notwendig. Also das hier unten ist tatsächlich XAML und WPF-Oberflächen werden eben üblicherweise hier in diesem Dialekt erstellt. Und wir sehen eben hier genau die Hierarchie auch wieder, wie wir sie hier im Document Outline sehen. Wir haben eben hier an oberster Stelle das Fenster, dann ein sogenanntes Grid. Das ist ein Panel, in dem wir mehrere andere Elemente anordnen können. Und hier haben wir jetzt eben einen Button hinzugefügt, wie wir hier sehen und auch das spiegelt sich dann hier im Document Outline wieder. Das ist unsere Main Window Sammeldatei. Und man kann schon am Namen erkennen, das ist eben das Hauptfenster, was gestartet wird, wenn unsere Applikation läuft. Und genau das werden wir jetzt mal machen. Ich werde jetzt diesen Button einfach wieder wegnehmen. Damit wir einfach bloß mal sehen, wie es standardmäßig aussieht. Wenn ich hier F5 drücke und das Projekt starte, sehen wir eben hier jetzt, dass ich tatsächlich ein Fenster habe. Es ist noch nichts drin, also recht spannend ist es nicht und es steht hier auch irgendwie bloß Main Window. Wir haben ein hässliches Icon, das wir noch selber vielleicht austauschen müssten, aber wir können zum Beispiel schon mal das Ganze minimieren und wieder herstellen. Wir können es auch maximieren und wir können es natürlich auch schließen. Genau. Diese Sammeldatei ist mit einer sogenannten Code-Behind-Datei verbunden. Denn wir wissen ja, XML ist eigentlich bloß ein Serialisierungsformat und kann somit genau einen Status darstellen. Wenn wir hier aber Code ausführen wollen, es geht zwar auch in XAML, eigentlich macht man es aber nicht so, denn wir wollen natürlich C-Sharp schreiben. Und diese XML-Beschreibung, wie unsere Oberfläche aussieht, ist eben durch eine Code-Behind-Datei
mit C-Sharp sozusagen verbunden. Und wir sehen hier eben eine ganz normale Klasse, die heißt auch Main Window. Wir sehen, diese ist partial, das heißt, die Klasse kann sich über mehrere Dateien hinweg verteilen. Und wir sehen hier eben einen Konstruktor, in dem die Methode initializeComponent aufgerufen wird. Und wir sehen hier wunderbar viele Einbindungen von Namespaces, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Okay. Dieses XAML, was hier drin steht, wird letztendlich in C-Sharp kompiliert. Und das, auch das können wir uns direkt mal anschauen. Was wir machen müssen, ist dazu dieses Show All Files, Entschuldigung, ich habe wieder vergessen, Steuerung zu drücken, dieses Show All Files hier einzuschalten. Denn dann werden nicht nur die Dateien im Solution Explorer, die wir eben zu unserem Projekt wirklich hinzugefügt haben, angezeigt, sondern auch die Dateien, die teilweise automatisch generiert werden. Und das schauen wir uns auch nochmal an. Wenn ich jetzt diesen Button hier oben klicke, dann sehen wir hier oben, dass wir auch einen Bin- und Object-Folder haben. Wenn ich hier jetzt mal reinschaue, sehe ich hier eben einige Sachen, die hier direkt generiert wurden. Und wir haben hier eben eine sogenannte Main-Window-GGS. Und das ist eben der andere Teil, der aus der XAML-Datei definiert wird. Und hier ist eben, also wie gesagt, hier Main-Window-Partial. Das heißt, das wird mit der anderen Klasse, die wir eben hier in der Code-Behind-Datei haben, zusammengefügt. Und hier ist dann eben auch die Initialize-Component-Methode mit drin, die wir hier im Konstruktor eben aufrufen. Was hier genau passiert, das muss Sie nicht zu interessieren. Ich kann es nur so erklären, das XAML, was hier eben steht, wird letztendlich gepasst zur Laufzeit und dann eben sozusagen dieses XAML beschreibt das Aussehen der Main-Window-Klasse. Und hier in die Code-Behind-Datei können wir dann eben Code einfügen, der in C-Sharp geschrieben ist und bestimmte Vorgänge macht, wenn wir zum Beispiel einen Button drücken. Und genau das werden wir jetzt auch mal machen. Ich nehme das wieder weg. Was ich jetzt hier mache, ist, ich tausche dieses Grid durch ein Stack-Panel aus. Und wir sehen eben, wir können entweder direkt XAML modifizieren oder wir können eben auch, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, hier einfach jetzt einen Button hinzufügen. Ich persönlich bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass hier über dieses diese sozusagen Auswahl und einfach einen Doppelklick und das entsprechende Hinzufügen, das relativ einfache ist. Man sollte aber doch schon ein bisschen Verständnis haben, was hier in diesem XAML überhaupt passiert. Anyway, wir haben jetzt hier einen Button und einen Textblock. Ich werde das Stack-Panel noch etwas ausrichten, dass ich das eben in die Mitte schiebe. Und auch hier mache ich noch ein Center. Und ich sage aber, dass dieser Button bitte 100 Einheiten breit sein soll. Und ich gebe diesem Textblock einen Namen. Mit meinem Textblock. Also man sieht hier eben, indem ich bestimmte XML-Attribute setze, kann ich das Aussehen dieser Elemente in meinem Fenster verändern. Ich kann allerdings auch eine bestimmte Sache setzen und das ist hier ein Delegate für diesen Click-Event. Und ich erstelle mir jetzt mal eine Methode, die landet in der Code-Behind-Datei. Die nenne ich, wenn Button gedrückt wird. Und diese Methode wird jetzt nach dem Hollywood-Prinzip aufgerufen, wenn der Nutzer eben diesen Button drückt. Ich werde da noch ein bisschen Platz lassen. Nach oben hin. Ja, mal sehen. So. Und wir können natürlich noch den Inhalt des Buttons ändern, dass wir mal Klick mich reinschreiben oder so. So, der Punkt ist eben, wenn ich hier Eigenschaften in XAML setze, also wenn wir uns das nochmal hier anschauen,
wenn ich hier beispielsweise den Margin nochmal setze, wir sehen hier eben an diesem Symbol, dass das eine Eigenschaft ist. Und es ist letztendlich nichts anderes, als wenn ich eine C-Sharp-Eigenschaft mit einer Zuweisung verändere. Ich mache es hier eben bloß in Servo. So. Das hier ist allerdings ein Event, der auf der Button-Klasse definiert ist. Und an diesen Event registriere ich jetzt implizit über einen Delegate eben diese Methode. Und die wird ausgeführt, wenn ich den Button drücke. Und was ich jetzt hier machen kann im Code Behind, ich kann jetzt eben die Texteigenschaft des Textblocks in C-Sharp setzen und ich sage hier dann eben Hallo BPF beispielsweise. Warum kann ich hier auf diesen Textblock zugreifen? Weil ich ihn einen Namen gegeben habe. Das kann man entweder direkt mit Name machen oder es geht auch mit XName. Beide Möglichkeiten sind vollkommen gleichwertig in BPF. Wenn ich das auf jeden Fall wegnehmen würde, dann kriege ich hier Probleme, dass ich diesen Textblock in der CodeBehind-Datei nicht finde. Das heißt, immer wenn ich in C-Sharp-Code in der CodeBehind-Datei die Elemente ansprechen möchte, die hier eben in XAML definiert sind, dann muss ich dem einen Namen geben. Und dann geht das Ganze wieder. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Wir sehen jetzt, wir haben eben in diesem Fenster hier jetzt tatsächlich diesen Button drin. Im Textblock selbst sehen wir noch nichts, aber wenn wir jetzt eben drauf drücken, erscheint hier Hallo BPF. Und das ist wohl mit das Simpelste, was man in der Oberflächenprogrammierung sich erstellen kann. Und wir können hier natürlich auch nochmal einen Breakpoint setzen. Vielleicht hier. Und wenn ich hier tatsächlich den Button klicke, dann ruft der Button meine Funktion auf, nach dem Hollywood-Prinzip. Also in der Oberflächenprogrammierung wird, wie schon in einem vorherigen Video auch gesagt, dieses Prinzip sehr, sehr häufig eingesetzt. Nicht wir lösen bestimmte Funktionalität aus, indem wir Funktionen aufrufen, sondern das machen bestimmte Framework-Elemente, die wir in der Regel selber nicht geschrieben haben. Wir geben denen eben via einem Delegate, hier in XAML sieht man überhaupt nicht mehr, dass da auch noch ein Delegate dahinter steckt. Wir geben ihnen einfach an, was aufgerufen werden soll und wenn dieser Button tatsächlich geklickt wird, sorgt er dafür, dass über diesen Delegate unsere Methode, die wir hier geschrieben haben, aufgerufen wird. Und dann wird eben hier die Texteigenschaft von unserem Textblock gesetzt und genau dann, wenn wir da hier weitermachen, sehen wir dann auch, dass wir dieser Text hier auftaucht. Ja, das war natürlich noch nicht alles, was man zum BPF lernen muss, aber es ist so das Grundprinzip. Das heißt, wir bauen hier in diesem Designer, entweder indem wir direkt XAML schreiben oder indem wir hier diese Tools an der linken Seite benutzen, unsere Ansicht auf und die einfachste Variante, um Funktionalität auszulösen, wenn irgendwas in dieser Ansicht manipuliert wird, also beispielsweise ein Button gedrückt oder wenn Text in der Textbox ausgefüllt wird. Genau dann registrieren wir eben auf bestimmte Events eine Methode über einen Delegate und das sorgt dafür eben, dass unsere Ansichten dynamisch werden. Wir können dann eben in diesen sogenannten Handlern, also Handler sind immer Methoden, die auf Events registriert sind, die eben ausgelöst werden nach dem Hollywood-Prinzip. Hier können wir dann beliebigen Code schreiben, der eben bestimmte Sachen manipuliert oder bestimmte Funktionalität auslöst und so weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!